Ja, da sind wir wieder. Real Life 5 Minuten später. Und machen uns erstmal daran, die Stadt hier zu durchsuchen. Und mal zu gucken, ob es hier was Schickes zu kaufen gibt, aber vorher. Habe ich hier mal ein bisschen durch und gucke, ob es hier irgendwelche Kistchen und naja, ihr wisst ja das Übliche. Hallo. Hey, Gold. Sachen Samen. Nice. Also das heißt, ich laufe durch alle Häuser, die nicht die nicht Läden sind sozusagen. Quatsch mal alle Leute an. Weil hin und wieder kriegt man in so einer Stadt ja von irgendjemand was geschenkt. Eine Fähigkeit oder so. What the f... Damals hätte ich eine Magie überhaupt gemacht. Liegen die im Krieg mit Verolia? Die Stadt ist friedlich. Wir weigern uns zu kämpfen. Vor kurzem waren einige Magier aus Altenia hier. Aber als sie erkannten, dass wir sie nicht angreifen würden, verließen sie den Wald. Okay. What the f... Okay. Gute. Bin mir nicht sicher, dass bessere Männer und Menschen in Frieden zusammenleben können. Who knows? Junger Mann, who knows? Ich frage mich, warum hier die gleiche Musik kommt wie in einer anderen Stadt. Normalerweise hat ja so ziemlich jede Stadt ein Theme, was die Musik angeht. Aber die Stadt hier scheint so unwichtig zu sein. Wir alle in dieser Stadt gehören zum Bestienvolk. Wir wollen den Menschen aber nichts Böses. Wir haben uns den Hof des Königs nicht angeschlossen, sondern führen stattdessen hier ein friedliches Leben. Okay, dass wir überhaupt die Wahl hatten. Bei den ganzen bösen Typen hier. Okay, da soll es dann weitergehen. Du bist Dingens, du bist der Sachenhändler. Was mit dir? Du bist eine Elfe. Der Mondstein befindet sich angeblich im Turm der Monddeutung. Wegen dieses Steins ist es in dieser Gegend immer Nacht. Ja, du bist tatsächlich eine Elfe. Hallo? Kann ich nicht ansprechen? Scheint, als wenn es hier tatsächlich nicht viel mehr gibt. Eins, zwei Kistchen. Und das war's. Very schade. Okay. Können wir mal beim Rüstungshändler und so vorbei? Welcome. Lots of wares to browse. Oh, good choice. I'll make use of this. Oh, good choice. Good work. This is useful. Das ist übrigens ein cooles kleines Quality of Life Feature, dass man den Kram gleich anlegt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in Secret of Mana dann immer erst aus dem Menü raus musste, musste das anlegen und dann what? 4, 5, 5, 10? 10 mehr Punkte? Holy shit. Elf mehr normaler Angriff. Holy fuck, man. Come again.
Das war ein fettes Upgrade gerade. Hallo Resi. Ich glaube, die Nacht erstreckt sich bis tief in den Wald hinein. Es muss schwierig sein, hier das Zeitgefühl nicht zu verlieren. Ja. Da hast du wohl recht. Das Ding ist, ich bin echt mal gespannt auf die neue Garderobe, die wir dann bekommen. Mir gefällt dieser dunkle Wald nicht. Ich habe keine Angst, er gefällt mir nur einfach nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Der Dämmermondwald. We can find the moonstone in this forest for sure. Why does this always have to be so creepy? Please don't let the ghosts get me. Was halt Musik von der, mit der Musik her noch herkommt, ist, glaube ich, in den Originalspielen hat man das gemacht, damals auf dem Super Nintendo, um ganz simpel Speicherplatz auch zu sparen, weil diese Module ja damals noch nicht viel Speicherplatz hatten. Ein paar Megabyte. Okay. Oh! Hallo! 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 Böser Hund. Böser Hund. Mach Platz. Sitz! Okay, geht nicht. WTF? Oh. Baumstamm. Hallo. Du hast Kaktusratz gefunden. Noch einer. Ich merke schon, ich muss noch ganz viel mehr Kaktusfrei zu finden. Ich wette, die sind auch nicht nur normal Standard irgendwie versteckt, sondern da muss man auch so in der Welt ganz viel suchen nach den Viechern. Das ist so ein Fall für die Komplettlösung. Kein Fuck.
Hm. Oben lang geht's zum Ziel, also müssen wir unten rum. Ich will sowieso möglichst schnell auf 38 kommen, wenn ich ehrlich bin. Geil, genau in dem Moment, wo ich caste, laufen sie alle auf einen Punkt. Was ich mich frage, muss ich nochmal gucken, ob es in dem... Ob man in dem Original mit jeder Rüstung, so wie in Secret of Mana, ein anderes Aussehen bekommen hat. Obwohl, ist in Secret of Mana so? Nee, das war gar nicht so in Secret of Mana. Mit welchem Game verwechsel ich das dann? Mit irgendeinem SNES-Game verwechsel ich das dann. Okay, wer ist jetzt gerade alles aufgestiegen? Du nicht? Du bist aufgestiegen. Beim Verwenden von Heilmagie im Kampf werden Wertesenkungen aufgehoben. Okay. Du hast auch in 20% im Kampf die Einzahl der für die Aktion benötigten MP auf 0 sinken. Ja, viele coole Sachen gibt es hier jetzt tatsächlich nicht mehr. Können natürlich ihre Stärke auch hochballern. Erhöht den Verteidigungsgrundwert um 20 und senkt den Angriffsgrundwert um 20. So ein Perk, den ich eigentlich... Der ist bei ihr irgendwie schon sinnvoll, aber... 20 ist halt... Boah. Der einzige wirklich sinnvolle Perk ist... ja, da glaube ich, aber... Na? Ach so. Das ist zum Zurücklaufen wahrscheinlich. So. Hallo Kiste. Klopf, klopf. Eine Pantherhaube. Okay. Wo müssen wir nochmal hin? Oben links. Okay. Kiste! Klopf, klopf. Ah, Bonbon. Toll. Was will ich mit einem Bonbon? Ich will kein Bonbon. I don't need any Bonbon. Hallo, danke. Okay, nevermind. Ich wollte gerade casten. Hat sich jetzt somit erledigt. Bei dem Schaden, den die gerade verursacht hat. The constant shadow of night is a bit disconcerting.
Als Grab, okay. Wer ist Karl? Wir werden es vermutlich noch erfahren. Der Wald hier ist übrigens ganz cool gemacht, finde ich. Ja, da hast du wohl recht, ja. Verolia, Königreich der Bestien voraus, keine Menschen. Okay. Wir scheinen hier wohl nicht willkommen zu sein. Irgendwie, wenn ich hier jetzt mit dem Xbox-Controller spiele, muss ich feststellen, gerade so triggermäßig, dieser Z-Knopf damals an dem Nintendo 64 war schon eine coole Sache irgendwie. Weil da konntest du halt das hier machen und auf der anderen Seite gleichzeitig den Kram drücken. Wow. Man merkt, wie ich langsam anfange, richtig viel Damage zu machen. Okay, hier wollen wir erstmal nicht hin wahrscheinlich. Wir wollen erstmal dahin, wo wir hin sollen. Aber ein halbes Level oder so hat uns unsere Exkursion, glaube ich, schon gebracht. Unsere kleine hier. Von daher passt schon. Kamera Abuse. Eisschmetterer. Hatte ich den vorher eigentlich schon? Nee, ne? Wir brauchen deren Magie. 5. Probieren wir den mal aus. Oder noch? Heilige Kugel kennen wir, Tor des Bösen kennen wir, Erdbeben, reines Licht kennen wir. Stachelfrost. Ach, den hatte ich schon, ja.
Ach doch, den hatte ich schon mal. Ja gut, das Ding ist, die Diamond Shards machen wesentlich mehr Schaden, zumindest auf diese Viecher hier, als das Eisding. Das ist eben Crit-Treffer. Ich habe da eine 305 von mir gelesen. Was mal auf jeden Fall echt übel wäre. Ich nehme ja schon wieder 20 Minuten auf, ey. Das, die Zeit vergeht so ratzfatz. Okay, das sieht mal nach einem Dungeon aus. Holy fuck. Wieder so ein Klassiker für Zelda. So einen richtig harten 10 Stockwerk Dungeon. No chance of defeating me. Oh, that was satisfying. Oh, don't bother with those pesky Altanans. I'll take care of this mess. Ludger, please do return to the palace. Yum, yum. What a veritable feast of souls for me today. Oh, delicious, delicious. I'd love to gobble them both up, but I suppose I must send one off to the masked mage. Our stores have run low, after all. We need many more souls to perform the forbidden magic if we intend to open the portal to the Sanctuary of Mana. Can't let my master know that I'm taking my own share of the spoils. Okay. Oh, if it isn't the no good prince of Herolia. Have you returned home so soon? Lies! You lied! Said I could bring Carl back to life! Fool! You are the one who fell for the falsehood! Such an innocent soul. You must taste sublime. Oh, I'm so glad I turned that wolf pup Carl against you. Can't move! I think you'll be my midnight snack. Shall I finish you off? Just like your friend Carl. Finish you off in one gulp. Stop right there. Have you?
you no manners? Can you not see you're interrupting my meal? Ah! You! You are the weirdo who stole Heath away! Where is he? Where did you send him? Give him back right now, you! You meanie! God! Where did this pipsqueak come from? Oh, wait. You were that twerp hanging around that fellow from Wendell. he's fine, dear. Huh? Then where is he? Well, by fine, I mean we've poisoned him with dark energy. Now he works for my master, Masked Mage, as the evil priest Tainted Soul. I just knew he had potential. Now Tainted Soul is second only to me in power at my master's court, Mirage Palace. No! That can't be Twill! Not Heath! No! I don't have time for crying babies. You can join the princeling in my belly. Wait! I'll take care of them. I thought I saw that half-beastman traitor Kevin in the forest. I am not letting him get away from me! First, I'll get rid of this filth. You can help me warm up for the main event! Lovely! Be my guest. Okay. You, the beast man who had me thrown in jail, I will make you regret it. Do you even know who I am? Diamond Shard! You'll regret it. Not bad. Please don't miss. Stay true. Oh, Lichtmagie mag der Typ überhaupt nicht. Ja, anstatt den großen Zauber anzuwenden, werde ich den Zweil, der macht 200 Schaden pro Dingens. Und auf viermal casten ist das halt mehr Schaden. Oder auf dreimal casten, Entschuldigung. Sind es 1500 Schaden anstatt, 600 Schaden anstatt 400 irgendwas. Von daher lohnt sich das in jedem Fall. Muss Resi eigentlich tatsächlich irgendwelche Fähigkeiten oder Dings geben, mit denen sie weniger Schaden gegen normale Angriffe nimmt. Weil die macht hier immer den Tank für mich bei so Kämpfen. Oh. Wow. Wenn er da so am Boden liegt, frisst er richtig. Hätte ich eben ausnutzen sollen und den großen Zauber verwenden sollen.
Eigentlich gegen irgendwas empfindlich? Nö. Perfekt. Just another beast guard. Nothing more. No matter how hard I wished. But you... You hated fighting. All that talent wasted. I couldn't forgive that. You had everything I wanted and you didn't even care. I wasn't gonna lose to such a worthless prince. Yet, Ludger, you are strong. Strong enough to be king. The same as me. Thanks, Kevin. Just keep getting stronger. Maybe in my next life, I'll be able to defeat you. Don't you dare lose before then. Okay, großer Bösewicht Nummer 1 oder großer Handlanger der Bösen Nummer 1, ja. Tot. Haken dran. Yes, I've been waiting for your arrival. I will grant you my power. Luna! Help Ludger! Please, help! I'm afraid all I can do is grant his final wish. To save him is to give him another chance in his next life. He will now be reincarnated. Really? Holy shit. Baby, is Ludger? Yes. He will grow big and strong, and one day come to challenge you again. Okay. Baby Ludger. I'll wait. Challenge me anytime. Is he going to be okay in the forest all alone? He's just a baby. Oh. Babies are raised in the wild. The forest creatures take care of them. Until they are grown. Don't worry. He is safe. It is the Beastman way. Incredible. Where is the Mana Stone, Luna? The Moonstone is on the first floor of this tower. Mages from Altaïna came to try and activate its power, but Ludger and his guards managed to protect it. It's still inactive!
That weirdo Goromon from before is in the tower now. We should go after him, just in case. I will stay nearby, in the forest. Keep other beastmen away from here. Good luck. Das war verbunden, TP absorbieren. Oh. Erhöht die Chance auf kritische Treffer eines Verbündeten, halbiert die TP eines Gegners. Nice. Böse Musik. Bin gerade mal... Wird beim erfolgreichen Angriff ein AMP wieder her. Beim erfolgreichen starken Angriff. Das ist natürlich cool. Das will ich auf jeden Fall haben. Ja. Was? Nein. Hier wollte ich Stärke reinpumpen. Der Gegner kann einfacher zurückgestoßen werden, wenn ein starker Angriff. Ja, whatever. Das ist definitiv eine PogChamp Ability. Aber brauchen wir die überhaupt? Für was ist Ausdauer in diesem Game? Ich habe das immer noch nicht so wirklich verstanden. Erhöht die Wertesenkung aufgrund einer Aktion um 50%. Intelligenz wird sie jetzt halt nicht so viel brauchen. Ausdauer könnte Verteidigungswerte sein. Bin mir aber noch nicht sicher. Konter. Wird den Schaden stark Angriff um 5. Wird den Schaden von Aufladungsangriffen um 30. Füllt die KA-Leiste beim Besiegen eines Gegners um 5% auf. Machen wir den hier weg. This stone is the reason why it's always night in the surrounding forest. These mana stones are so freaky. Hey, wasn't Gormond or whatever in here? I don't see him. That man was pure evil. We felt it. But I don't feel anything right now. He must have left. I would be able to tell if he was still nearby. I guess that guy is also after the Sword of Mana, just like my mother and that horrible invader Belladonna. We definitely aren't the only ones looking for it. We can't let them have it. We've come so far. Let's find that last elemental. Come on! We still have to look for Dryad, the wood elemental. The Hero King suggested we ask the Elfin Elder. So, we should go to the Hidden Elf Kingdom of Dior. It's in Lamp Bloom Woods.
Und wir gehen jetzt hier so einfach? Ohne dem Typ auf die Fresse zu hauen? So einfach und tschüss. Und was ist der Preis? Erhalte in Dayton 10% Rabatt. Krieg ich jetzt nochmal 10% Rabatt oder was? Die Türen alle verschlossen? Okay. By the way, der Stab ist gar nicht so cool, den sie jetzt hat. So, da Fug. Ich meine, schon coole Zwischensequenzen so, aber... Sonst passiert in diesem gewaltigen Gebäude nichts? So gar nichts? Kein Mega-Dungeon, durch den ich mich eine Stunde lang quälen muss oder so? Nein. Einfach nur so, beim Typ tot, alles gut und... Naja. Gut. Dann gucken wir jetzt mal auf die Weltkarte. Wo müssen wir als nächstes hin? Hier hin. Ah, das ist das, wo ich eben noch gesagt habe, da waren wir noch gar nicht. Hier kommt bestimmt auch noch mal was. Am Schlucht waren wir erst. Ja, hier zurück müssen wir garantiert nochmal zu diesen Beast-Typen, wenn wir unsere weitere Dings-Klasse freigeschaltet haben. Oder meintet ihr damit die erste? Naja, das kann nicht sein. Ich würde echt, ich muss ja noch ein bisschen warten, vielleicht gibt es auch irgendeine Form von Komplettlösung oder so im Netz, weil es ist da oben so halb aufgedeckt, weil ich würde so gern mal eine genaue Dings lesen, eine Aufschlüsselung der einzelnen Figuren und Klassen und so, was man da skillen kann und was da gut ist und was nicht und so. Wieso war ich hier nicht? Also, falsche Taste. Okay, ich bin hier einfach so weitergelaufen.
ohne die Truhe zu öffnen und so? Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. WTF. Cooler Wasserfall. Geldfuck. Ich wollte zuletzt Dings machen. Wegen der Feuermagie, ich erinnere mich. Wird beim erfolgreichen starken Angriff ein Magiepunkt wieder her. Bei seinen Fähigkeiten erhöht im Kampf den Magieangriff um 5%. Mit dem verursacht Magieschaden. Kann man das hier überhaupt stapeln? Mit Magie ansteckt der Schaden um 5% bis zu 30. Den MP-Grundwert um 10. Stellt bei einem erfolgreichen Angriff einen Magiepunkt wieder her. Schauen wir mal. Ich will die Fähigkeit noch einmal ausprobieren. By the way, MP denke ich die ganze Zeit im Kopf Magiepunkte, aber es sind ja Mana-Punkte in diesem Game. Ganz wichtiger Unterschied. Weil früher als Kind habe ich nämlich auch nie Magiepunkte gedacht, sondern immer Mana-Punkte. Selbst wenn sie anders hießen im Spiel, war das für mich immer Mana. Weil ich so viele Spiele gespielt habe, bei denen das einfach Mana war. Hochschlag, ein Punkt. Das ist natürlich, wenn du mal Magiepunkte brauchst. Natürlich mehr wert als die 10 Grundpunkte. Also kann ich jetzt nämlich einfach einen Kampf machen, wo ich den Jungs ein bisschen einfach hier auf den Kopf haue. Und dann habe ich ratzfatz Punkte wieder. Für so normal rumzulaufen ist das super. Wenn ich jetzt ein Endgegnerkampf wäre, würde ich einfach nur Damage machen wollen. Leuchtblütenring. Schauen wir mal. Noch einer.
Schade. Das ist für alle niedriger. Welcome. Was soll man damit ausruhen? Machen wir das doch mal. Wir können die Süßen mal ein bisschen knacken. Ein Ründchen. Und wir können den Spielstand speichern. Ah, wir müssen oben raus, ne? Ja. Lauf! Lauf! Wieso stehe ich alleine hier? Egal. Schauen wir mal, wo wir es hin müssen. Ich glaube, dass der Typ, als er mir davon erzählt hat, hat tatsächlich die erste Stufe gemeint und nicht die zweite. Gerade um die Ecke. Lol. Der Leuchtblütenwald. Kiste! So. Cool. Eine Runde speichern. Wir hätten uns über die Übernachtung mehr oder weniger auch sparen können. Aber das passt schon. Irgendwie würde ich das Game saugern mal auf der Switch spielen. Ich habe nur keine Switch. Einfach nur, um zu schauen, wie gut die Umsetzung auf der Switch ist. Weil die Auflösung auf der Switch ist ja was, glaube ich. Ich glaube 27p, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir gerade nicht sicher. Gut. Leute, ich mache hier mal wieder einen kurzen Cut und wir sehen uns, hören uns dann gleich, wenn wir den Wald angehen.